Center Podcast. Leute werden hellhörig. Ich habe mich eben auch schon gefragt, weißt, für was steht der Name Mood? Weil es klingt ein bisschen ähnlich wie Mood, also mit zwei O, aber innen schreibt man mit zwei U. Kannst du mir schnell erklären, für was steht der Name? Es klingt nicht nur ähnlich, eigentlich sollte es auch das bedeuten, aber ich habe nicht einen englischen Namen wollen. In dem Sinne ist das Wort Englisch, aber nein, ich dachte, ich wollte auf meine Berner Roots verweisen und es auch so schreiben, wie ich sage, wie es für mich Sinn macht. Und darum habe ich das mit zwei U's gemacht. Außerdem, also ich kläre es nachher noch, warum Mut, aber außerdem habe ich einfach auch das Gefühl gehabt, es ist wichtig. Ich meine, es gibt schon so viele Moods, irgendwie Club, Restaurants, noch Innendekoration. Und für mich ist es halt gleich auch wichtig, dass ich irgendwie einen Namen habe, der unique ist, weil ich mich auch unique fühle. Warum ich überhaupt auf den Namen gekommen bin, ist, weil es mir sehr wichtig ist. Also ich habe probiert herauszufinden, ich mache ja verschiedene artistische Sachen. Und ich habe irgendwie probiert herauszufinden, was haltet meine Arbeit zusammen oder was ist mir wichtig, wenn ich etwas Kreatives mache. Und das ist für mich einfach, dass es eine Atmosphäre überbringt, dass ich jemanden einladen kann in ein Gefühl, in eine Stimmung, und wegen dem ist mir das dann in den Sinn gekommen, Mood. Voilà, ich weiss gar nicht, ob ich dann auch gerade eins von den ersten Mal den Song von meinem Papst gehört habe. My love has changed, the faces, but the moon will never change. Und dann habe ich das Wort irgendwie habe ich noch, ah, oh, wieso nicht? Ich wollte immer etwas Kurzes, und Bündiges. Ich habe gerne Vokale. Und ich finde Mod einen mega schönen Namen. Ich finde Manu einen mega schönen Namen. Und irgendwie das habe ich gemerkt, so Mod, ja, yeah, that's it. Geil. Bin ich irgendwie dazugekommen. Hello, nice. Ich kann voll relaten, weil ich das letzte mit meinem Teleskop das erste Mal den Mond gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Schön. Krass. Ich hatte wirklich Hühnerhaut. Ich habe mich so wie ein Hobby-Astronaut gefühlt. Und das gab mir that kind of mood, ja. Du lebst vor Kunst und im Moment ist ja Corona-Pause. Hat das für dich gravierende Folgen oder wie schlimm ist es für dich? In dem Sinn, ja und nein. Also, ich habe schon vorher, da ich noch in der Ausbildung bin, so ein kleines Abkommen mit meinem Dad, dass er mich gleich auch noch unterstützt finanziell. Also, in dem Sinn habe ich auch vorher noch, vorher schon ein bisschen finanziellen Support von meinem Dad gehabt. Der grösste Teil von dem, was ich brauche zum Leben, habe ich schon selber durch das Unterrichten, durch das Kunst produzieren, also durch Kunstaufträge eingenommen. Und auch durch Shows mittlerweile, was mich eigentlich mega gefreut hat. Ja, jetzt ist natürlich alles abgesagt, aber nicht komplett. Ich habe einige Sachen, die jetzt so heisst, nächstes Jahr oder im Herbst wieder aufnehmen. Und das Schöne ist, ich werde ich bin vertraglich zum Glück für die Show so abgesichert, dass ich jetzt gleich meine Gagen bekomme. Ja, da habe ich jetzt mega, mega, mega Glück gehabt. Und jetzt wird mir bewusst, also da bin ich mega froh, weil das sind Choreografen, die mich engagiert haben für ihre Stücke. Und jetzt wird mir einfach selber noch bewusst, ui, Tammy, das mit dem Vertrag, musst du für deine eigenen Sachen, das ist auch gar nicht so schlecht, sich da abzusichern. Es, für mich war natürlich auch eine Frage, ich meine, das war auch Tanzfest. Es ist ja eine so eine Organisation, die hat ja selber auch zu kämpfen. Und da denke ich nachher auch immer an die Häuser und an die Kulturmenschen. Und das ist jetzt ein mega Glück, dass die irgendwie das so haben können biegen. Unter dem alten Künstlernamen, oder ich weiß nicht, ob der noch irgendwo existiert. Apache. Apache, ja. Hast du mal ein Lied rausgelassen, das Peter Pan geheißen? Oder Peter? Ich nenne Peter. Genau, Peter. Der Pan ist selber total. Ja. Yeah. Du hast dir dort gesagt, hilf dir selber und lass dich nicht auf Zwerge ein. Und ich habe mich gefragt, wer sind denn die Zwerge?
Oh, also du sprichst mich halt auf einen Text an, den ich irgendwie vor 5 Jahren geschrieben habe und vor 3, 4 Jahren verfilmt. Für mich ist ja schon immer sehr gerne metaphorisch geredet, symbolisch. Für mich sind Zwerge eigentlich so ein bisschen die, die sich so vor Seite in dein Leben hineinschleichen und vielleicht auch irgendwie etwas weiss machen. Oder das sind eben die, die du so herzig findest, sie sehen so unschuldig aus. Mhm. Aber Zwerge, man hat ja auch Trollen sich ein bisschen, oder eigentlich viele gemeine Figuren in den Märchen sind klein. Und das ist eigentlich die Zwerge, die dich auf deinem Weg beirren oder die irgendwie dir etwas weiss machen oder andrehen, mhm, oder gar nicht brauchst. Oder, ja. Nice. Und ich habe mich auch noch gefragt, was haben Peter Pan und du gemeinsam? Wir wollen nicht erwachsen werden. Und wir glauben an das Nimmerland. Ich habe das Gefühl, das Nimmerland ist nicht irgendwo anders. Das Nimmerland ist hier und jetzt. Mhm. Du bist selber der dich ins Nimmerland befördern kann. Und zwar immer und jederzeit. Und ich habe darum das Gefühl, dass die Struktur und die Werte, nachdem die zivilisierte westliche Gesellschaft lebt, auch komplett erfunden ist. Also wer will sagen, dass das keine Fiktion ist, unser System, der hat irgendwie ein bisschen für mich etwas verpasst. Weil so Werte wie Geld, was jetzt wirklich Erfolg, an was Erfolg gemessen wird, wie ein sinnvoll investierter Tag aussieht, das sind für mich die völlig erfundene Werte. Mhm. Und darum, ich mit meinen Einstellungen, die vielleicht manchmal ein bisschen verträumt wirken, finde, ich bin gar nicht weniger am Träumen als viele da draußen. Aber sie leben halt nicht die eigenen Träume. Das ist echt schade. Deep. Sehr deep. Also, für dich ist Nimmerland überall da eigentlich schon, aber gleich ist ja Nimmerland wie nicht die Realität. Oder ist für dich Nimmerland die eigentliche Realität? Eher. Okay. Weil ich habe das Gefühl, also sagen wir es so, deine Träume, die Drive, deine Inspiration, das entsteht alles auf einer metaphysischen Ebene. Das hat nichts mit der Welt zu tun, die du kannst anlängen kannst, wo du direkt siehst, Investition, Resultat. Sondern das entsteht alles irgendwie hier oben. Und wir lassen uns aber nachher bremsen von Sachen, die in der materiellen Welt passieren. Oder die über unseren Verstand oder über unsere Emotionen geregelt sind. Und das heisst, wir vertrauen unserer Intuition gar nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich in der metaphysischen Welt liegt dein reales Potenzial. Ja. Okay, spannend. Also, ja, wenn du deiner Intuition etwas mehr zulässt, kannst du eben deine Träume wahr werden. Und ich meine, wenn du keine Ahnung, Träume wie Justin Bieber ziehst, so, hey, das stinkt auch beim Kacken. Und also, was ich will sagen, ist alles, was so ein bisschen, aber du hier das Gefühl hast, das ist verträumt, das kannst du doch gar nicht umsetzen. Ja. Schade um die Leute, die das so sehen, weil die haben. Mhm. Die haben aufgehört daran zu glauben, dass eigentlich jede Umsetzung bei einer Idee anfängt. Und das ist für mich, die Idee ist das Nimmerland, wo du aber tatsächlich auch in das Gesellschaftskonstrukt kannst übertragen, unbedingt. Spannend. Es ist auch so, ich interessiere mich auch für solche Sachen und es gibt ja auch das Law of Attraction Ding, dass umso mehr du dir etwas vorstellst, desto mehr kann das auch werden. Ich sehe in dem einfach auch eine mega Gefahr, dass es zu einem Egoismus führen kann, dass man nur noch seine eigenen Träume verfolgt, nur noch auf sich schaut, nicht mehr auf den Nächsten, nur seine Welt im Kopf hat. Könnt das nicht? Siehst du die Gefahr auch ein bisschen? Oder ist das, jeder sollte einfach seinen Träumen nachlaufen? Unbedingt. Ich habe gemerkt, ich habe jetzt mir, ehrlich gesagt, wenn ich zum Beispiel meine Tanzkarriere habe angeschaut und zum Beispiel habe gecheckt, dass ich an Battles irgendwie nicht so erfolgreich bin, habe ich mich mal fragen, warum.
Und dann habe ich gemerkt, ich bin die, die im Battle, sozusagen im Ring steht und und mein Gegner anfühlt. Warum? Wenn jemand tanzt und es mich inspiriert, bin ich Feuer und Flamme. Das heisst, ich kann einfach checken, dass mein grösster Traum eigentlich ist, auch dürfen meinen Gegner feiern. Und dass es eben für mich kein Gegner ist, sondern dass wir alle eigentlich so ein wie unter einer Decke sein. Und ich habe jetzt gemerkt, zum Beispiel mit dem, dass ich jetzt Personal Coaching mache und so vielen Leuten ermöglichen kann, zu wachsen, dass das mich mega glücklich macht. Und das ist mein Nimmerland. Dass ich jedem wieder sein Nimmerland zurückgebe. Mhm. Und ich fühle mich alles andere als egoistisch in meinem Weg, wenn ich ehrlich bin. Und ich, da, die Dame da hier, die du da siehst, Joelle ist etwa eines der grössten Proofs, dass die anderen investieren sich gelohnt hat. Weil ich habe mit ihr können Bühnen teilen und Performances herstellen wie mit niemandem anders. Und ich glaube, dadurch, dass wir zusammen gearbeitet haben, haben wir uns neue Opportunities gegeben. Sprich, also sie hat bei mir angefangen zu tanzen. Und dann, ein paar Jahre später, ist sie meine Tanzpartnerin und ist voll auf einer Augenhöhe. Weißt? Und wenn nicht, gibt sie mir sogar jetzt noch wie andere Input. Und, aber ohne sie im Fall, ganz alleine, es ist für mich nicht das Gleiche, eine Show machen allein. Das Choreografieren allein. Nein, wenn ich alleine tanze, tanziere ich free. Aber mit ihr, in diesem Kräfteverhältnis, das hat so viele Leute angeregt. Und wir sind gebucht worden, wir haben schon international auf Bühnen stehen können. Das heisst, wenn ich nicht so viel Liebe und Aufmerksamkeit in jemanden gesteckt habe, dann hätte ich es auch nicht zurückbekommen. Und voilà. Nein, ich habe das Gefühl, dass Nimmerland kann hören, sozial auch sein und dich zu extrem vielen schönen Connections und Opportunities bringen. Voll. Dass am Schluss nicht nur dein Traum ist, sondern ein viel grösseres Ding, oder? Weil ja. Das ist viel grösser ist als nur du selber. Das finde ich sehr schön. Kannst du dir vorstellen, mal so richtig in die Crump-Welt einzutauchen? Nein. Und das habe ich jetzt auch geredet, eben einen guten Freund von mir, der in meinem Räumchen unterrichtet, musste das Commitment machen, dass ich, also ich finde, Crump ist etwas, wo du wie ein Commitment musst eingehen. Das ist eine eigene Welt, die hat eigene Wertesysteme und in sich ist es für mich persönlich ist es eng gehalten. Wahrscheinlich die Leute, die innen drin sind, sehen wieder extrem viele Freiheiten und Möglichkeiten. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mich mit anderen Menschen befassen, in meiner Körpersprache uneingeschränkt sein und entdecken, was so in mir wirklich schlummert, ohne ein Idealbild oder sagen wir, ein Muster, ein Bewegungsmuster oder so konkret zu verfolgen, dass das mich viel mehr interessiert und inspiriert, als jetzt konkret in einem Stil mich zu definieren und zu entfalten. Aber das habe ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, von Anfang an konnte ich mich nie in einem Stil unterwerfen. Und ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen ein Nachteil. Und jetzt, wo ich merke, es hat mir geholfen, mich von Sachen zu inspirieren, aber immer mir selber treu zu bleiben, mir geholfen, vielleicht schneller als anderen wirklich meinen eigenen Stil zu finden. Und langsam spüre ich erst überhaupt, dass es ein eigener Stil ist und dass man ihn wieder erkennt. Und das checkst du am Anfang nicht. Sicher auch wie du beim Rappen. Du hast vielleicht das Gefühl so wie, hey, was ist meine Identität? Du bist am Suchen. Soll ich jetzt Double Time flowen? Soll ich so oder soll ich so? Ist das oder das meine Message, mein Vokabular? Wie brauche ich das? Und ich glaube, wenn du dich nicht darauf konzentrierst, was der Output ist, sondern die auf das Innere konzentrierst, merkst du, dass das, was rauskommt, das kann nur authentisch, echt und unverfälscht sein. Und von dem her, ich bin eigentlich drauf und dran, einen eigenen Stil zu kreieren, den ich sehr gerne ab dem Sommer hoffen wir, dass das alles funktioniert, nachher eben meinen eigenen Stil auch teachen kann. Und das wäre ethno-experimental. Tschüss! Ethno-experimental, das klingt total spannend. Yeah. Ich freue mich. Also ich glaube, du bist wirklich die Uniqueness in Person. Oh! Du betonst, wirklich mega wertvoll, echt so das eigene Potenzial auszuschöpfen, eigene Kreativität. Mit dem eben eine neue Inspiration zu sein, keine Kopie. Und gleichzeitig spüre ich auch, es ist nicht
verkrampft unique. Also es ist irgendwie, wie du sagst, du feierst andere und das finde ich mega cool, dass du so eine Kombination findest, von inspiriert werden und der Inspiration zu sein. Wir gehen die Frage jetzt wirklich aus und ich würde mich mehr bedanken für die coolen Antworten, die du gegeben hast, für deine Offenheit. Danke dir vielmals. Yes. Ich habe das nicht erwartet, dass man sich so für mein Innenleben kann interessieren kann. Ja. Aber das ehrt mich mega und das ist auch sehr bestätigt und bekräftigend, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich möchte auch dir danken für dein Engagement, Andy. Ich weiss, es ist nicht immer einfach, sich so sozial zu engagieren. Und rein finanziell, eben in diesen materiellen Wert lohnt es sich nicht immer, aber ich weiss, dass du die metaphysischen Werte spürst und das sehr viel zurückkommt und das mag ich dir gönnen. Bleib dran, du hast eine Sister raus, die dich pusht, okay, ich bin da und wir gehen mit dir am gleichen Strang. Merci vielmals für das Interview. Merci. Das war das Send-Podcast, dritte Folge. Merci vielmals für das Zuhören. Peace out, bleibt super, bleibt healthy. Bis dann.